verdient. Aber Roman Weidenfeller war nicht der einzige indisponierte Mann beim Tabellen 13. Dazu kommt, dass der FC Köln sich offenbar sehr gut auf die aktuelle Dortmunder Situation eingestellt hat. Wir haben auch darauf hingewiesen, dass natürlich unglaubliche Qualität zurückgekehrt ist, dass diese Spieler aber länger verletzt waren, vielleicht auch nicht im Rhythmus sind und dass wir eben deswegen versuchen sollten, mutig zu verteidigen und auch wirklich darauf warten und damit rechnen, dass Fehler passieren, vor allem im Aufbauspiel. Während Köln feiert, erlebt der BVB die schwierigste Phase seit Jahren. 8 Bundesligaspiele, 5 Niederlagen. Ja, der BVB verliert und hier sind noch ein paar weitere bittere Fakten. Es ist der schwächste Saisonstart unter Jürgen Klopp. Die 4. Niederlage in den letzten 5 Spielen. Nur 7 von möglichen 24 Punkten und noch kein Bundesligaspiel ohne Gegentor. Jürgen Klopp im Gespräch. Jürgen, die Fragen wiederholen sich im Prinzip jetzt schon fast Woche für Woche. Warum macht ihr euch die Dinger immer selber rein? Ja, die Antwort, wie soll ich sie geben? Also das ist natürlich eine Frage der Konzentration und eine Frage der Genauigkeit in bestimmten Situationen. Wir haben uns in der ersten Halbzeit, der Gegner musste gar nicht pressen, wir haben die Bälle einfach so geflossen gespielt. So wiederholt sich die Geschichte und die einzige was eine Tatsache ist, dass wir diese Art der Gegentore abstellen müssen. Das geht nicht anders. Boah, bitte nicht in die Gruppe C, Herr. Das mit aller Konzentration tun, mit allem, was uns zur Verfügung steht. Und dann kriegen wir zumindest diese Art Gegentor nicht mehr. Wir kriegen eine andere. Ist das die schwierigste Phase Ihrer Trainerlaufzeit in Dortmund? Nee, in Dortmund natürlich. Also klar, wir tatsächlich andere Phasen gehabt. Aber insgesamt habe ich schon auch mal solche Phasen gehabt. Ist auch keine Frage. Aber das ist jetzt nicht relevant. Es gibt ja kein Handbuch dafür. So, ich hatte diese Phasen mit anderen Mannschaften. Wir haben eine Woche Zeit zu trainieren. Ja, und waren dann die Woche drauf auch stärker als eine Woche davor. Das hat nicht bedeutet, dass wir automatisch Bundesliga spielen. Ich habe es gesagt. Bitte nicht in die Gruppe C. Die Todesgruppe schlechthin. FC Barcelona, Manchester United und Olympique Lyon in der Champions League für den TSV Ampfing. Bis zum nächsten Mal, euer Manuel. Ciao.